Donnerstag, der 28. Dezember 78. Die Menschen im nördlichsten Bundesland richten sich auf ein verlängertes Silvesterwochenende ein, bei nasskaltem Schmuddelwetter. Das Satellitenbild zeigt weite Teile West- und Mitteleuropas unter einer dichten Wolkendecke. Das dazugehörige Tief und die durch Norddeutschland verlaufende Luftmassengrenze zwischen der Kaltluft im Norden und der milden Meeresluft im Süden verlagern sich langsam süd- bzw. südostwärts. Im Norden Nordostwind, im Küstengebiet bis zu Sturmstärke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das nördliche Europa kämpft gegen Schnee. Glatteis, meterhohe Schneeverwehungen und Hochwasser verursachten in Schottland, im Norden der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR sowie in Dänemark ein Verkehrschaos. Zerstörte Versorgungsleitungen führten zu Stromausfall und verschärften die Situation. Nördlich des Nordostseekanals brach der Verkehr bei pausenlosem Schneefall und starkem Oststurm fast völlig zusammen. Die Autobahn Hamburg-Flensburg wurde zwischen Schuby und Schleswig gesperrt. Die Übergänge nach Dänemark waren am Nachmittag geschlossen. Stundenlang mussten Autofahrer in ihren Wagen ausharren. Nur im Schritttempo können sie jetzt weiterfahren. Die Polizei warnt immer wieder Silvesterurlauber, mit dem Wagen nach Dänemark oder an die Küsten Schleswig-Holsteins zu fahren. Bei orkanartigen Stürmen spitzte sich die Lage in einigen Gebieten am Nachmittag noch zu. Mehrere Dörfer sind abgeschnitten. Montagetrupps, die abgerissene Stromleitungen reparieren wollen, bleiben selbst mit ihrem Wagen im Schnee stecken. Fahrzeugkolonnen im Schneckentempo. So sieht es auch auf den Autobahnen und Bundesstraßen rund um Hamburg aus. Tausende von Berufstätigen, die täglich in die Hansestadt pendeln, wagten heute früh die Rutschparty. Andere ließen sich auf Fußmärsche durch Schneeverwehungen und auf unregelmäßige Busverbindungen ein. Schneechaos in Norddeutschland wird von Stunde zu Stunde größer. Seit 2,5 Tagen schneit es ohne Unterbrechung. Menschen in eingeschneiten Autos, entgleiste Züge und Deichbrüche an der Ostsee. Das ist die gegenwärtige Lage im nördlichen Teil der Bundesrepublik. In Schleswig-Holstein wurden die Schneefälle von orkanartigen Böen begleitet. Wie hier in den Randgebieten von Kiel türmten sich auch im Landesinnern die Schneewehen Meter hoch. 500 Menschen wurden in der vergangenen Nacht aus ihren Autos befreit. Insgesamt bemühen sich etwa 4000 Personen der verschiedensten Organisationen zu helfen. Zahlreiche Bundesstraßen sind gesperrt. Auch in der Landeshauptstadt liegt hoher Schnee. Autos sind eingeschneit. Die öffentlichen Verkehrsmittel können ihren Fahrplan nicht einhalten. Die Straßen sind kaum belebt. Ein Hubschrauber der Bundeswehr überflog das nördlichste Bundesland. Der Grund? Suche nach eingeschneiten Fahrzeugen. Sie wurden dann von Panzern aus den Schneemassen befreit. Montagetrupps sind immer noch unterwegs, um Hochspannungsleitungen zu reparieren. Krankenwagen kommen oft nur noch durch, wenn ihnen vorher Räumfahrzeuge den Weg freigemacht haben. Die Bundespost hat die Bevölkerung aufgerufen, wenig zu telefonieren, da die Batterien in den Vermittlungsstellen nicht aufgeladen werden können. Autobahn Hamburg-Flensburg, nur im Schneckentempo ging es vorwärts. Selbst Räumfahrzeuge blieben hin und wieder stecken. Die Autofahrer in Norddeutschland wurden immer wieder aufgerufen, ihre Fahrzeuge zu Hause zu lassen. Wer den Rat nicht befolgte, musste sich auf den Autobahnen mit einer einzigen Fahrbahn begnügen. Zahlreiche Kraftfahrer wurden aus steckengebliebenen Fahrzeugen geborgen und mussten mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Viel Schnee auch in der Hamburger Innenstadt. Mehrere Straßen und Gehwege waren weder geräumt noch gestreut. Obwohl an solche Verkehrsbedingungen nicht gewöhnt, verhielten sich die Autofahrer diszipliniert. Es gab nur wenige Unfälle. Die Berliner mussten sich in den frühen Morgenstunden durch dichtes Schneetreiben hindurchkämpfen. Auf der Transitstrecke hat Berlin-Hamburg, hier der Grenzübergang Starken, war der Verkehr mehrmals unterbrochen. Reisende, die die Fahrt dennoch wagten, brauchten etwa bis zu 2 Stunden mehr Fahrzeit. Eis, Schnee und Temperaturen bis zu minus 17 Grad in der DDR. Die staatliche Nachrichtenagentur ADN meldete, etwa 8000 Räum- und Streufahrzeuge seien unterwegs, um die Straßen freizuhalten. Große Verspätungen gab es im Eisenbahnverkehr. So führen für 13 Stunden zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin keine Züge. An einigen Weichenanlagen waren Störungen im Haltsystem aufgetreten. Meldungen über Unfälle gab es aus der DDR bisher noch nicht.
Die Kaltfront reicht inzwischen im Osten von der Sowjetunion bis in die DDR und im Westen bis hinein in die Niederlande und nach Belgien. Chaotische Verhältnisse auch in Großbritannien. Durch Überschwemmungen wurden mehrere tausend Briten obdachlos. In Schottland ist nur noch eine Fernstraße befahrbar. Aus Moskau und Norrland in Schweden wurden mit minus 37 und minus 47 Grad Kälterekorde gemeldet. In Hamburg fiel das Thermometer auf minus 10 und in Berlin auf minus 13 Grad. In Stuttgart wurden dagegen noch 8 Grad plus gemessen. Der Grund für die Unwetterkatastrophe, das Zusammentreffen von subtropischen und arktischen Luftmassen. Heute Nacht soll die Quecksilbersäule in Norddeutschland noch weiter sinken. Meine Damen und Herren, Katastrophenalarm in weiteren Teilen Schleswig-Holsteins. Bei anhaltenden Schneefällen wird im nördlichsten Bundesland die Lage für die in Ortschaften und auf Höfen eingeschlossenen Menschen immer bedrohlicher. 65 Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Strom. Lebensgefährlich ist die Lage vor allem für ältere Menschen und Kranke. Mit der Stromversorgung ist meist auch die Heizung ausgefallen. Rettungs- und Versorgungstrupps erreichten heute nur wenige der Eingeschlossenen. Auch für viele Landwirte, die zur Versorgung ihres Viehs auf Strom angewiesen sind, hat das Schneechaos schlimme Folgen. Transporthubschrauber versuchten den ganzen Tag über Notstromaggregate in die abgeschnittenen Dörfer zu fliegen. Die anhaltenden Schneestürme verhinderten dies. Morgen wollen Fahrzeugkonvois versuchen, zu den Ortschaften durchzukommen. Seit der vergangenen Nacht kämpfen 2700 Soldaten, über 4000 Polizisten und Tausende von Hilfskräften gegen die Schneemassen. 700 Militärfahrzeuge sind im Katastrophengebiet unterwegs. Mit Bergungspanzern versucht die Bundeswehr, zu eingeschneiten Fahrzeugen durchzukommen. Über 500 Menschen konnten bisher geborgen werden. Einige von ihnen mussten mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Noch haben wir keinen Überblick, so hieß es aus dem Krisenzentrum in Kiel, wie viele Fahrzeuge noch in den meterhohen Schneewehen stecken. Seit fast 60 Stunden peitschen orkanartige Stürme das Ostseewasser gegen die Küste. In mehreren Badeorten wurden Uferpromenaden und Deiche überflutet. Hier bei Damm 2000 drückten Wasser und Strom diesen verdeuten Ausflugsdampfer auf die Seite. Der Winter ist auf seinem Weg nach Süden inzwischen am Main angelangt. Das hieß heute Verkehrschaos auch für Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nach wie vor behindert ist auch der Berlin-Verkehr. Die Deutsche Bundesbahn fährt nur im hohen Norden nicht. Die Züge haben aber verschwitzt. Innerhalb von Stunden versinkt Rügen völlig im Schnee. Die Temperaturen fallen um 30 Grad. Die Ostsee friert zu, bekommt einen Eispanzer, der kein Schiff mehr durchlässt. Auch die einzige Straße aus Festland, der Rügendamm, wird unpassierbar. Damit ist die Insel komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Katastrophengebieten Norddeutschlands hat sich die Lage bis zum Abend leicht gebessert. Die bisherige Bilanz des Schneechaos und des plötzlichen Kälteeinbruchs, 12 Tote. Etwa 10.000 Helfer in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben die meisten Verkehrswege inzwischen zumindest notdürftig geräumt. Die Landesregierung in Kiel rechnet noch mit mehreren Tagen, bis sich die Lage wieder normalisiert hat. Klirrende Kälte, blauer Himmel und Sonnenschein. Schleswig-Holstein heute Morgen. Nach den Stürmen der vergangenen Tage hieß das für den Krisenstab in Kiel endlich Hubschrauberwetter. Über 30 Helikopter von Bundeswehr und Grenzschutz versorgten eingeschlossene Ortschaften, brachten Notstromaggregate und flogen Patienten in Krankenhäuser. 3000 Soldaten sind seit über zwei Tagen mit Spezialfahrzeugen unterwegs, um die wichtigsten Straßen zu räumen, Autos wieder flott zu bekommen. Als unverändert schlecht umriss heute ein Sprecher der Bundesbahn die Lage des Zugverkehrs. 6 Schneefräsen arbeiten sich auf dem Schienennetz vorwärts. Immerhin gelang es heute, einen steckengebliebenen Reisezug nach Flensburg durchzubringen. Klare Sicht auch an der Ostseeküste. Der Sturm war in der vergangenen Nacht abgeflaut. Ministerpräsident Stoltenberg, der seinen Urlaub abgebrochen hatte, flog heute in das nördlichste Katastrophengebiet. Der Kreis Schleswig ist besonders schlimm betroffen. Hier waren die meisten Ortschaften abgeschnitten und ohne Strom. Unzählige Tiere sollen in vollautomatischen Schweinemästereien und Hühnerfarmen verendet sein. Im deutsch-dänischen Grenzgebiet wurden Notquartiere eingerichtet, in denen steckengebliebene Autofahrer den Jahreswechsel verbrachten. Inzwischen ist erste Kritik laut geworden. Es wird von mangelnder Koordinierung in den Katastrophenstäben gesprochen. Auch sei die Bundeswehr, so ein anderer Vorwurf, zu spät eingeschaltet worden. Wir sind ja noch in einer Katastrophensituation, können also nicht eine Schlussbilanz ziehen.
Aber wir werden in den kommenden Wochen als Landesregierung zu einer sehr gründlichen Auswertung aller Erfahrungen dieser Naturkatastrophe kommen. Endlich Schnee, so freuten sich heute die Münchner. In den Alpen brachte ein Temperatursturz um etwa 20 Grad von gestern auf heute heftige Schneefälle. Zu spät für viele Kurzurlauber, die heute aus den Bergen zurückkehrten, nach Hause, und das hieß für viele dem Schnee entgegen. Inzwischen hat die Bundeswehr in Norddeutschland alle Soldaten, die im Urlaub sind, aufgefordert, so bald wie möglich in die Kasernen zurückzukehren. Der Grund: nach tagelangen Einsätzen müssen die Mannschaften in Panzern und Räumfahrzeugen abgelöst werden. In der DDR sieht es am schlimmsten im Bezirk Rostock und in anderen Gebieten des Nordens aus. Hier sind nach wie vor etliche Straßen gesperrt und Eisenbahnstrecken unterbrochen. 278 Ortschaften haben noch immer keine Telefonverbindungen. Die Bewohner und die Nationale Volksarmee sind rund um die Uhr mit Räumarbeit beschäftigt. Die Kältewelle reichte inzwischen von der Sowjetunion bis hinein ins nördliche Frankreich. Den größten Temperatursturz gab es in Prag. Dort fiel das Thermometer in der Silvesternacht von plus 12 auf minus 22 Grad, also ein Unterschied von 30 Grad. Grund für den Kälteeinbruch im nördlichen Europa ist der Zusammenprall von kalter Luft im Norden und warmen Luftschichten aus dem Süden. So entstehen zum Beispiel in Amerika die gefürchteten Blizzards.